Also herzlich willkommen bei Rosi. Mein Name ist Matthias Brunner, ich bin der Gründer von Urban Logistics. Meine Partner sind Professor Dr. Schönharting mit 35 Jahren Erfahrung in der Verkehrsplanung und Volker Schönharting seit 12 Jahren mit anspruchsvollen Datenbanken im Betrieb. Rosi ist, in aller Kürze gesagt, Rosi ist die Alternative zu Google Maps für Verkehrsinformationen, aktuell noch regional. Wir aggregieren und veredeln Daten. Wie ist das möglich? Wir kombinieren unterschiedlichste Datenquellen, wie die GPS-Daten der Fahrer über unsere App, die städtischen Baustellenkalender, Events, Wetter, mit den Daten der kommunalen Verkehrsrechner, die meist Open Data mittlerweile verfügbar sind, und unserer Verkehrsüberwachungskameras. Das Ganze ist viel mehr als die Summe der Einzelinformationen und in dieser Art einzigartig. Wir können beliebige Datenquellen integrieren und veredeln. Wir sind aktuell in Stuttgart tätig, haben dort Zugriff zum zentralen Verkehrsrechner. Heilbronn hat den LOI auch schon überschrieben, Karlsruhe und Freiburg haben Interesse. Wir bieten den Städten ein System, wie sie ihre Verkehrsdaten sich anschauen können und auch die Auswirkungen von Events wie Baustellen oder Evakuierungspläne vorab simulieren können. Das ist ungewöhnlich. Stuttgart hat vor kurzem 100.000 Euro gezahlt für die Verkehrsdaten von Stuttgart für 2 Jahre von einem externen Anbieter. 2 Jahre, 100.000 Euro für unsere Region. Das ist unser Markt jetzt in der Aufbauphase. Wir wollen die Lösung so weit etablieren, dass wir in Indien und Indonesien, in Regionen, die keine Verkehrsdaten aktuell erfassen, mit einem einfachen Kamera-Cloud-Konzept in der Lage sind, zu Preisen deutlich unter der Siemens- und Thales-Anbieter, Städten die Möglichkeit zu geben, Verkehrsdaten zu sammeln. Wir verdienen Geld mit den Projekten, das wahre Gold sind die Daten. Jetzt aber wieder zurück ins Hier und Jetzt. Wir sind aktuell auf der Suche nach Unterstützung in der Programmierung, in der Community Work. Sie können Verkehrsmelder werden, indem Sie die Kamera bei sich installieren und auf eine verkehrsträchtige Straße richten. Oder unsere App Rosi installieren. Rosi informiert Sie bis zu 8 Tagen im Voraus in Stuttgart über Staus. Bitte helfen Sie uns und den Kommunen der Region, dass wir das Stauproblem hier in den Griff bekommen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.